So. Ah, nee, was vergessen. Leider keine Tröte dran, dennoch dem Zweck entsprechend, denn wir haben zwei Sachen zu feiern, ja. Erstens habe ich heute Geburtstag, ich bin 25 Jahre alt geworden, ja. Glückwunsch to me. Und der zweite Punkt ist, wir haben die 200 Abonnenten geknackt. Lustigerweise schon letzte Woche, aber ich bin so ein Typ, ich nehme halt immer, wenn das neue Video rauskommt, am gleichen Tag nehme ich halt auch das nächste Video auf. Und schneide das dann über die Woche, damit ich genug Zeit dafür habe. Das Problem dabei war, letzte Woche waren wir bei 198 Abonnenten und dann dachte ich mir, okay, das wäre ganz schön peinlich, wenn du jetzt schon die 200 Leute feierst, obwohl die 200 Leute halt noch nicht erfüllt sind. Und deswegen wartest du lieber nochmal ein bisschen. Und ja, jetzt ist es soweit. Echt vielen lieben Dank dafür. Das ging echt schnell. Wir sind laut aktuellem Standpunkt bei 209 Abonnenten. Also es freut mich richtig. Das ist echt überraschend, dass das so schnell geht. Für meine Verhältnisse ist das natürlich wieder viel, ne? Wie schon gesagt, für andere YouTuber mag das wahrscheinlich täglich oder stündlich sein, aber mir bedeutet das alles wirklich sehr, sehr viel. Aber das heißt für mich, dass ich die Sache, die ich mache, okay mache. Ja, was ja schon mal ein großer Fortschritt ist. Perfekt ist man nie, da muss man immer drauf hinarbeiten. Aber das ist ja schon mal ein Zeichen dafür, dass es bei mir in die richtige Richtung geht. Und das freut mich wirklich auch. Danke für euren Support, ne? Für die ganzen Likes und den ganzen Spaß. Auch für die Interaktion mit euch via Instagram oder in den Kommentaren. Das ist alles sehr viel auch, was mich positiv beeinflusst den Tag über. Ja, wenn man gerade mal so Stress mit der Uni hat und sonst irgendwie was, ne, gucke ich mir das so des Öfteren mal an, was er so geschrieben hat. Und dann immer diese positiven Rezensionen zu lesen, das versüßt mir schon den Tag, kann ich sagen. Also wirklich, ne, jetzt ohne irgendwie dramatisch klingen zu wollen, aber das hebt dann schon deutlich meine Stimmung. Also wirklich vielen lieben Dank dafür, ne, an euch. Das ist auch so gesehen, finde ich, euer Geburtstagsgeschenk an mich. Also nochmal vielen lieben Dank dafür. Das freut mich wirklich richtig, dass wir jetzt die 200 Leute geknackt haben. Ansonsten geht es heute über die Geschlechtsbestimmung von Chamäleons. Wir sprechen erst über so ein bisschen allgemeine Sachen, ja, wie man das so grob erkennen kann. Da habe ich mir noch 5 verschiedene Arten rausgesucht, wo man dann auch ein bisschen genauer gucken kann. Eine Art ist dabei, die soll wohl sehr, sehr schwierig bis unmöglich sein zu bestimmen. Da schauen wir aber noch später drauf. Jetzt würde ich erstmal sagen, starten wir mit den allgemeinen Sachen, wie man denn wohl so ein Chamäleon-Männchen von so einem Chamäleon-Weibchen unterscheiden kann. Der wichtigste Punkt, der sich aber auch relativ spät erst beim Chamäleon entwickelt, ist die Schwanzwurzel. Ihr habt das ja wahrscheinlich schon gemerkt, bei eurem männlichen Chamäleon hat sie im Vergleich zu anderen Chamäleons, also beziehungsweise zum weiblichen Chamäleon, halt so eine Verdickung an der Schwanzwurzel. Das kommt nicht von ungefähr, das kommt daher, dass das männliche Chamäleon dort seine Geschlechtsteile hat oder versteckt hat, sag ich jetzt mal. Da ist halt der Penis und der ganze Spaß halt drin, deswegen ist halt da an der Schwanzwurzel, also direkt quasi, wo sich Körper und Schwanz trifft, so eine Verdickung. Ich hoffe, ich kann das jetzt hier auch irgendwie bildlich darstellen. Das hat das Weibchen nicht. Das wäre schon mal der erste Punkt, wie du das Männchen vom Weibchen unterscheiden kannst. Was auch noch ein gutes Merkmal ist, ist die Farbe. Ja, Männchen sind in den meisten Fällen heller und auch farbenfroher als die Weibchen. Das hat zum einen den Grund, dass sie halt dem Weibchen in gewisser Weise imponieren, sage ich jetzt mal. Na, aufgrund, oh, guck mal hier, wie geil ich aussehe. Und dann das Weibchen sagt, okay, alles klar, dich nehme ich. Die Weibchen sind teilweise nicht so farbenfroh. Das heißt jetzt nicht irgendwie, dass das was mit Chamäleon-Sexismus zu tun hat oder so. Nein, die Weibchen, die müssen halt einfach besser im Wald getarnt sein, ja. Das Männchen hat so gesehen nur den Sinn, sag ich jetzt mal, die Eier zu befruchten und dann kann es theoretisch Ex gehen. Deswegen ist es halt wichtig, so imposant wie möglich aufzutreten, damit es halt schnell wie möglich ein Weibchen findet, um sich halt fortzupflanzen. Und ob es dann danach halt gefressen wird, ist egal. Wichtig ist halt, dass das Weibchen überlebt und dann die Eier halt vernünftig in den Boden setzen kann, sage ich jetzt mal, oder die neuen Chamäleons gebären kann. Deswegen sind weibliche Chamäleons leider nicht so farbenfroh. Weibchen können dennoch farbenfroh werden, und zwar in der Paarungszeit, um halt auch, sage ich jetzt mal, wie das Männchen dem Weibchen gefällt, auch dem vom Weibchen her dem Männchen zugefallen. Das heißt, da kann es dann auch passieren, dass das Weibchen halt für einen gewissen Zeitraum eine relativ starke und auch spannende Färbung, wie ich jetzt so finde, halt generieren kann, sage ich jetzt mal, um halt auch ein bisschen auffälliger gegenüber anderen Weibchen zu sein. Aber an sich ist das Männchen in der Regel eigentlich ganz jährlich farbenfroher als das Weibchen. Ja, und noch ein Punkt, ne, ist wahrscheinlich auch schon den meisten aufgefallen, die halt mehrere Chamäleons besitzen, beziehungsweise auch männliche und weibliche Chamäleons besitzen. Die Weibchen sind in den meisten Fällen kleiner als die Männchen. Ja, außer beim Lappenchamäleon, da ist das Weibchen deutlich größer als das Männchen, aber sonst in der Regel ist das Männchen eigentlich immer der größere Partner bis gleich groß. Ja, also da kann man dann auch schon ein bisschen auf die Größe achten.
So, das waren jetzt so die groben Merkmale. Jetzt gehen wir so ein bisschen auf die einzelnen Arten ein. Und zwar habe ich hier so 5 Arten rausgesucht. Und zwar ist das Panther-Chamäleon, das Jemen-Chamäleon, das Dreihorn-Chamäleon, das Lappen-Chamäleon und das Mellers-Chamäleon. So nämlich. Beginnen wir mit dem Panther-Chamäleon. Beim Panther-Chamäleon unterscheidet sich das Männchen zum Weibchen halt in erster Linie schon mal durch die Größe. Der zweite Punkt ist, dass das Männchen natürlich auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, diese Schwanzwurzel hat, halt diese Verdickung an der Schwanzwurzel, wo man auch das Männchen sehr gut vom Weibchen unterscheiden kann. Beide Geschlechter sind farbenfroh, das heißt, man hat da kein Geschlecht, wo man jetzt sagen kann, okay, das ist jetzt halt ein bisschen dezenter von den Farben her. Nein, sowohl bei den weiblichen als auch bei den männlichen Panther-Chamäleon sind beide Geschlechter farbenfroh. Das Weibchen bei den Panther-Chamäleon ist halt dementsprechend zu erkennen, dass es halt keine Verdickung an der Schwanzwurzel hat und generell auch ein bisschen kleiner als das Männchen ist. Das wäre es auch schon grob zum Panther-Chamäleon. Gehen wir jetzt weiter zum Jemen-Chamäleon. Jemen-Chamäleon sind vom Geschlecht her, finde ich persönlich, relativ einfach zu erkennen. Allein schon, weil das wichtigste Merkmal, finde ich, der Helm ist. Ja, der Helm ist bei den Männchen größer als bei den Weibchen. Bei den Männchen kann der Helm bis zu 8 cm groß werden. Das ist schon ganz schön riesig, finde ich. Dann haben Männchen an den Hinterbeinen so eine Art Fersensporn. Ja, das ist wie so ein Hühnchen, könnt ihr euch vorstellen. Das hat hier auch Füße nach vorne, sage ich jetzt mal. Und hier hinten so ein Ding. Und beim Chamäleon sind die halt so an der Seite und haben halt hier so ein, na, wie zeige ich das jetzt, hier so ein Fersensporn, sag ich jetzt mal, ne? Kann ich euch perfekt eigentlich auch am besten bildlich zeigen. Der entwickelt sich in manchen Fällen bei den Männchen auch relativ früh, da muss man halt nur ganz genau hinschauen, da das halt wirklich schon so, nur so ein minimaler Knubbel ist, der sich erst im späteren Verlauf des Lebens des Chamäleons halt weiter ausprägt. Dann ist hier natürlich auch in diesem Fall das Männchen größer als das Weibchen. Und das Männchen hat auch diese Verdickung halt, wie gesagt, eine Schwanzwurzel. Also beim jedem Chamäleon ist es halt schon die beste Variante, auf den Fersensporn oder auf den Helm zu achten. Denn wie bei den anderen Chamäleonarten kann es halt auch passieren, dass sich die Verdickung einer Schwanzwurzel halt erst im Verlauf mehrerer Monate halt entwickelt. Aber ich finde, bei den jedem Chamäleons, wie schon gesagt, ist es eigentlich relativ einfach, Männchen vom Weibchen zu unterscheiden. Ebenfalls hat das männliche jedem Chamäleon an der Rückseite der Hinterbeine so eine Verdickung. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie, weil es Wasser in den Beinen hat oder so oder sonst irgendwas. Das haben die Tiere schon seit der Geburt. Aber daran kann man auch Männchen sehr gut von den Weibchen unterscheiden. Weibchen im Gegenzug haben halt nicht so einen hohen Helm, sind generell ein bisschen kleiner, haben schlanke Beine und keinen Fersensporn. Also die Chamäleonart finde ich halt wirklich am einfachsten zu unterscheiden, muss ich sagen. Sogar ich als mehr oder weniger Noob, sag ich jetzt mal. So, gehen wir weiter mit dem Gehen wir weiter mit dem Dreihorn-Chamäleon. Eigentlich kann ich das schon für jede Chamäleonart sagen, ne? Die Männchen wieder eine dicke Schwanzwurzel, ist ja klar. Hier ist jetzt der Punkt, Männchen und Weibchen sollen wohl verhältnismäßig gleich groß sein. Ich hatte bislang noch kein Dreihorn-Chamäleon, deshalb muss ich da halt auf die Quellen vertrauen, die ich mir da rausgesucht habe. Es heißt wohl, dass sie wohl relativ gleich groß sein sollen, aber beim Dreihorn-Chamäleon kann man das sehr gut an den Hörnern unterscheiden. Dreihorn-Chamäleons haben ja, wie der Name schon sagt, drei Hörner, ne? Zwei über den Augen und eins halt über der Nase. Heißt so. Das war schon wieder bescheuert, aber gut, egal. Ich habe Spaß, ich habe heute Geburtstag, ich darf das. So, ja, der wichtigste Punkt, wie halt gerade schon sehr schön visuell demonstriert, sind die Hörner. Männchen entwickeln deutlich öfter und auch schneller Hörner. Diese sind auch relativ gut ausgeprägt. Bei Weibchen kann es halt auch schon mal vorkommen, dass sie keine Hörner entwickeln oder auch nur sehr kleine. Da ist es dann schon aufgrund der Hörner relativ einfach, Weibchen vom Männchen zu unterscheiden. Die Farbwahl, wohl auch die Größe, soll relativ gleich sein, aber die Hörner sollen wohl der Punkt sein, wo man sich darauf eigentlich mehr oder weniger, sag ich jetzt mal, verlassen kann. Klar, ne, Ausnahmen gibt es natürlich immer. So, kommen wir jetzt zum Lappenchamäleon, und zwar ist das die erste Chamäleonart, die ich in meinem Leben jemals hatte. Beim Lappenchamäleon ist es nämlich genau umgekehrt, da ist das Weibchen größer als das Männchen. Aber das Männchen hat dennoch halt diese Verdickung an der Schwanzwurzel. Aber hier ist es halt auch relativ einfach zu erkennen, ne? Das Weibchen sollte dann auch schon in relativ kurzer Zeit eine größere Größe als das Männchen haben, beziehungsweise sich größentechnisch schneller entwickeln als das Männchen. Dort dann wiederum die Größe im Auge behalten, dann klappt das auch relativ gut zu unterscheiden, was Weibchen und was Männchen ist. Ansonsten tun die sich optisch nämlich auch nicht viel. Die sind beide quietschgrün, beziehungsweise quietschgrün, dunkelgrün und sehen auch an sich relativ gleich aus. Ne? Die Lappen sind jetzt nicht irgendwie weiter ausgeprägt am Kopf oder so geschlechtstechnisch. Nein, die sind eigentlich von der Form her relativ gleich. Der Unterschied, der mir jetzt so bekannt wurde, ist, dass das Weibchen einfach nur größer ist als das Männchen. So, jetzt kommen wir auch schon zum letzten Kameraden, und zwar ist das das Mellers-Chamäleon.
ne? Das Mellers-Chamäleon ist gefürchtet, was die Geschlechtsabstimmung betrifft. Und zwar sehen diese Tiere nämlich fast identisch aus bezüglich der Größe, der Farbe, der Form oder sonstigen Merkmalen. Man muss Glück haben und sie bei der Paarung erwischen oder auch bei der Eiablage, weil dann kann man nämlich sicher bestimmen, dass es sich um ein Männchen oder ein Weibchen handelt. Ansonsten, wie ich gelesen habe, bleibt einem wohl wirklich nur der Gang zum Tierarzt, der dann eine Röntgenaufnahme vom Tier macht und dann dadurch entscheiden kann, beziehungsweise sehen kann, ob es sich um ein Männchen oder ein Weibchen handelt. Also nach dem, was ich gelesen habe, ist das Mellers-Chamäleon wirklich nur durch einen Tierarzt zu bestimmen. Also da, ich habe mir das Tier auch angeguckt, so wirkliche Merkmale habe ich nicht finden können. Deswegen glaube ich dann da einfach mal dem Internet, ne, wenn die dann sagen, okay, Alter, ich habe jetzt diverse Tiere gehabt, auch Männchen und Weibchen, aber ich konnte da keinen Unterschied feststellen. Nachdem ich mir die Tiere mal ein bisschen selber angeguckt habe, glaube ich denen dann auch. Ne? So! Das waren auch schon die 5 Chamäleonarten, beziehungsweise die groben Sachen, sag ich jetzt mal, wie man Männchen und Weibchen unterscheiden kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, vielen lieben Dank für euren ganzen Support. Wir haben wirklich jetzt in kürzester Zeit nach den 100 die 200 Leute geknackt. Also ich bin ein bisschen gerührt, muss ich sagen. Ich finde das echt schön. Gerade auch, weil man halt dann sieht, dass man den Leuten auch in gewisser Weise hilft. Das sieht man ja auch an den Rezensionen der Videos. Also da wirklich vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich hoffe mal, es wird auch noch eine gewisse Zeit so weitergehen. Ich habe auf jeden Fall Bock. Also ich habe noch nicht vor, so schnell jetzt aufzuhören, sage ich jetzt mal. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr bleibt mir auch weiterhin gut erhalten. Ich freue mich über jeden Einzelnen von euch, auch über jeden, der neu dazugekommen ist. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Verwandte, Bekannte habt, die sich auch für das Thema Chamäleon interessieren, könnt ihr denen gerne die Videos zeigen. Ich würde mich freuen. Ansonsten würde ich mich ebenfalls über ein Däumchen nach oben freuen. Auch wenn ihr Bock auf weiteren Chamäleon-Content habt, könnt ihr natürlich gerne den Kanal kostenlos abonnieren, wenn ihr Bock habt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage bis dahin, macht's gut. Tschüss. I've got a question, if you'd hear me out, in your defense, you never had a chance. And so tell me straight, I won't go, this is our time now, I'm sure, make no mistake, that we are.